Gut. Herzlich willkommen. Heute kommen wir zum nächsten Schritt, nachdem wir inzwischen mit morphologischer Analyse, syntaktischer Analyse, sowohl mit kontextfreien Grammatik als auch mit Merkmalsgrammatik beschäftigt haben. Geht es jetzt darum, die Eingabesätze semantisch zu interpretieren. Wir kommen also langsam zum Ende der Verarbeitungspipeline mit der weitergehenden pragmatischen und Diskursanalyse wollten wir uns jetzt im Rahmen der Einführungsvorlesung nicht ausführlicher beschäftigen. Die Aufgabe, die sich hier stellt, ist zunächst mal die semantische Bedeutung von Äußerungen zu repräsentieren, wobei wir den Schwerpunkt hier jetzt, um die Sache einfach zu halten, mal auf einfache Aussagesätze legen. Also es gibt natürlich noch andere Arten von Äußerungen, es gibt Fragen, es gibt schon die rhetorische Muster. Manchmal ist auch das, was man eigentlich mit einer Äußerung erreichen will, nicht das, was sie auf den ersten Blick sozusagen formal ausdrückt. Also wir wollen hier auf die einfachsten Fälle von einfachen Aussagen, die eine Behauptung aufstellen, uns fokussieren. Bedeutungsrepräsentation kann nun auf verschiedenen Ebenen passieren. Ich habe mich mit Äußerungen jetzt bewusst vage gehalten. Also es können entweder sein, die Bedeutung von einzelnen Wörtern zu repräsentieren. Darüber haben wir auch noch, wir haben noch gar nicht über Bedeutung eigentlich geredet. Das kann auf Satzebene sein, also was ist die Aussage, was ist der Inhalt eines Satzes, oder auf der Ebene des größeren Diskurses. Mit Diskurs meinen wir hier einen zusammenhängenden Text oder einen Dialog. Das Besondere hier ist, dass in einem Diskurs natürlich eine Gesamtaussage, eine Gesamtinformation transportiert wird, die Schritt für Schritt mit den einzelnen Sätzen aufgebaut wird. Und jeder Satz baut eigentlich wieder auf dem auf, was schon vorher gesagt oder etabliert wurde. Bezieht sich auf irgendwelche Individuen, sogenannte Diskursreferenten, die vorher eingeführt wurden und so weiter. Hier beschränken wir uns auf die Erfassung von Satzbedeutungen. Das gehört dann zu dieser Diskursanalyse, zu dieser Diskurssemantik, die nochmal einen Schritt komplexer wird. Die Erfassung von Satzbedeutung ist natürlich eine Voraussetzung dafür, damit wir sinnvoll die Bedeutung im zusammenhängenden Diskurs erfassen können, denn letztlich wird jeder Satz sich ja in diesen Diskurs eingliedern müssen. Es geht darum, wie wir jetzt Satzbedeutung erfassen können. Natürlich muss das auf irgendwas aufbauen und der gängigste Ansatz, um überhaupt Satzbedeutung erfassen zu können, müssen wir den Satz irgendwie in kleine Einheiten zerlegen und die Bedeutung des Ganzen aus der Bedeutung der Teileinheiten irgendwie bestimmen können, denn wir können ja nicht für jeden beliebigen Satz eine völlig arbiträre Interpretation angeben. Diese Idee wurde als Kompositionalitätsprinzip von Gottlob Frege im 19. Jahrhundert schon formuliert, in einem Artikel namens Über Sinn und Bedeutung. Der ist so ganz grundlegend oder prägend für die moderne linguistische Semantik geworden. Freges Idee war, dass sich die Bedeutung eines Satzes aus den Bedeutungen der einzelnen Wörter berechnen lässt. Also Wortbedeutungen sind natürlich zum großen Grad arbiträr. Dass wir jetzt einen Tisch Tisch nennen, kann man natürlich irgendwie etymologisch aus historischen Entwicklungen der Sprache ableiten, aber letztlich synchron zum aktuellen Stand ist es völlig arbiträr. Das könnte genauso Table heißen oder sonst irgendwie Tabula oder ein ganz anderes Wort sein für Tisch. Und es ist ja letztlich auch egal, wie wir etwas benennen, solange sich die Sprecher in der Gemeinschaft darauf verständigen, dass dieses Wort zu verwenden, kann man damit erfolgreich kommunizieren. So, also die Wortbedeutung, das zeigt schon, die Wortsemantik und Satzsemantik sind offenbar, unterscheiden sich wesentlich dahingehend, dass die Wortsemantik größtenteils arbiträr ist, also einfach der Zuordnung von Wort zur Bedeutung gelernt werden muss, während die Satzsemantik nicht als Ganzes gelernt werden kann, und deswegen war Freges Idee, die muss sich aus den Wortbedeutungen irgendwie vorhersagen lassen, sogar in dem Sinn einer algorithmischen Berechenbarkeit, dass man also tatsächlich mit einem Algorithmus aus den Einzelbedeutungen die Gesamtbedeutung ableiten kann. Dieses Kompositionalitätsprinzip ist auch dann der Grund dafür, dass wir
das, was Linguisten oft als Produktivität bezeichnen, haben können, dass wir also praktisch unendlich viele Sätze formulieren können und diese Sätze alle verstanden werden, weil der Hörer sie nach den gleichen Prinzipien berechnen kann aus den Wortbedeutungen. Also der Hörer muss nur die Wortbedeutung kennen und kann dann die Bedeutung des ganzen Satzes, des beliebigen Satzes daraus ableiten. Natürlich ist die Satzbedeutung nicht einfach die Summe aller Wortbedeutungen. Es hängt ja davon ab, ob ich jetzt sage, Mann beißt Hund oder Hund beißt Mann. Also die Struktur des Satzes spielt dabei auch eine wichtige Rolle, dass das die beiden, die Bausteine der Satzbedeutung sind, also die Wortbedeutung der einzelnen Wörter und die Struktur des Satzes, die wir der syntaktischen Analyse bereits erschlossen haben. Vielleicht noch als Nebenbemerkung, es stimmt natürlich nicht ganz, wenn ich sage, die Wortbedeutungen seien völlig arbiträr. Das gilt nur für die Wortstämme. Für komplexe Wörter, die wir durch Derivations- oder Kompositionsprozesse abgeleitet haben, haben wir schon gesehen, dass die meistens eine vorhersagbare oder zumindest einigermaßen vorhersagbare Bedeutung haben. Also da gilt dann auch das bis zum gewissen Grad zumindest das Kompositionalitätsprinzip. Aus Sicht der Computerlinguistik steht deshalb diese semantische Interpretation einer Schnittstelle zwischen Syntax und Semantik. Also dieses Kompositionalitätsprinzip ist die Methode, wie wir von der syntaktischen Analyse zu einer semantischen Interpretation kommen. Anhand der syntaktischen Struktur werden wir diese Interpretation berechnen wollen. Dieses Berechnen von Bedeutung, das ist nicht ganz einfach, da braucht man recht komplexe, komplizierte Operationen dazu. Deswegen werden wir uns damit auch erst im Sommersemester beschäftigen. Heute wollen wir eigentlich nur einen Formalismus finden, der uns überhaupt ermöglicht, Satzbedeutung formal zu repräsentieren. Also wir haben ja noch überhaupt nicht darüber gesprochen, wie wir eine Satzbedeutung formal ausdrücken können. Das ist ja die Grundvoraussetzung. Die Grundvoraussetzung für jegliche computerlinguistische Verarbeitung ist ja, dass wir das Ziel der Analyse, also die Bedeutung, auch formal in einem Formalismus repräsentieren können, der dann vom Computer bearbeitbar ist. Insbesondere muss man damit auch so gewissermaßen Rechenoperationen durchführen können, diese Bedeutungsrepräsentation irgendwie zusammensetzen, transformieren, verändern können, damit arbeiten können. Deswegen, das ist jetzt ein bisschen anders in den bisherigen Analyseebenen. Wir beschäftigen uns ja jetzt mit der grammatischen Beschreibung oder der formalen Beschreibung der Sprache im Wintersemester. Das bedeutete meistens eigentlich eine Grammatik zu formulieren, also die Struktur, der Morphologie, die Struktur, wie sich Wörter zusammensetzen, in der Syntax, die Grammatikregeln, in einem bestimmten Grammatikformalismus, zum Beispiel eben die Grammatik für die englische Sprache zu schreiben. Hier kommen wir nicht zu diesem Schritt, das entsprechend zu einer Grammatik wären ja hier diese Syntax-Semantik-Korrespondenzregeln, also die Regeln, die sozusagen sagen, wie ich von einer bestimmten syntaktischen Struktur zu einer bestimmten Bedeutung komme. Das führt hier aber im Moment noch zu weit, weil da eben sehr stark algorithmische Aspekte schon reinkommen. Deswegen konzentrieren wir uns hier nur auf die Repräsentation. Also auf der früheren Ebene entspricht es eben den formalen Wörtern, dass wir dann sprachliche Äußerungen als formale Wörter repräsentiert haben. Auch eine morphologische Segmentierung kann man in gewissem Maße im Sinne der formalen Sprachen interpretieren. Und für die kontextfreien Grammatiken wäre die Repräsentation der Analyse ja eine Baumstruktur gewesen. Also auf der Ebene bewegen wir uns hier. Aber wie wir eben jetzt sehen werden, die Bedeutungsrepräsentation ist schon für sich wesentlich komplexer als ein formales Wort oder auch eine Baumstruktur. Ausgehend vom Kompositionalitätsprinzip, von der Idee von Frege, nehmen wir die Wortbedeutungen auch wieder als arbiträre Grundeinheiten der Bedeutungsrepräsentation. Also das sind sozusagen, so wie wir in der formalen Sprache die Symbole, die Zeichen als unzerlegbare Atome hatten, aus denen sich dann Wörter zusammensetzen, sind hier die Wortbedeutungen die unzerlegbaren Grundeinheiten. Also wir wollen nicht versuchen, Wortbedeutungen wirklich zu erfassen, sondern das sind unsere Grundeinheiten. Es geht darum, wie wir eine Satzbedeutung als zusammengesetzt aus diesen Wortbedeutungen darstellen können. Wie schon gesagt, wollen wir uns hier auf sehr einfache Aussage
auf einfache Aussagesätze beschränken und Sie sehen, diese Aussagesätze sind wirklich extrem einfach. Das sind Sätze, die wir in eine Stunde und 15 Minuten ungefähr alle, deren Bedeutung wir in eine Stunde und 15 Minuten formal aufschreiben können werden. Komplexere Sätze wollen wir gar nicht. Sie werden sehen, dass schon diese sehr einfachen Sätze einen relativ komplexen Formalismus erfordern. Also es sind einfach Aussagen über Individuen, Otto schläft, das ist ein aktueller Zustand, Gigi ist eine Katze, eine Eigenschaft von diesem Individuum. Es sind Beziehungen zwischen Individuen, Peter liebt Maria, da werden ja zwei Individuen in Bezug zueinander gesetzt. Und dann gibt es noch so verallgemeinernde Aussagen, das sind Aussagen über spezifische Individuen. Wir können komplexe Aussagen aus mehreren Teilaussagen zusammensetzen. Also zum Beispiel hier werden zwei Aussagen mit und verknüpft. Oder es kann auch sein, dass sich ein Teil der Aussage so zusammengesetzt ist. Also Otto ist 12 oder 13 Jahre alt. Das könnte man auch umformulieren, Otto ist 12 Jahre alt oder Otto ist 13 Jahre alt. Das ist also ähnlich wie hier eine Zusammensetzung aus zwei Aussagen. Das sind sozusagen die über spezifische Individuen. Dann gibt es verallgemeinernde Aussagen wie ein Mann schläft, weil wir da nicht eine Aussage über ein bestimmtes Individuum machen, sondern sagen, es gibt irgendeinen Mann, der schläft, aber egal wer das jetzt ist. Oder eben solche generellen Aussagen, alle Schüler schlafen. Das ist eine Aussage, die für alle Schüler zutreffen soll. Und schließlich sehen Sie hier die komplexesten Sachen, die wir sagen. Das ist eigentlich aus dem, was wir bisher dann schon gesehen haben, zusammengesetzt hier mit mehreren, zum Beispiel jeder Mann liebt eine Frau. Da habe ich zwei Verallgemeinerungen drin. Einmal für etwas, was für alle Männer gilt und einmal, dass es eine Frau gibt, für die das gilt. Also das ist sind genau die Aussagen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen wollen. Wie könnte man jetzt die Bedeutung solcher Aussagen repräsentieren? Zunächst das Wesentliche, ein Aussagesatz ist doch im Wesentlichen eine Behauptung, dass eine gewisse Sachverhalt zutrifft. Und das Wesentliche einer Behauptung ist, dass eine Behauptung wahr oder falsch sein kann. Also sozusagen, wenn Sie einen Aussagesatz verstehen, dann müssen Sie entscheiden können, ob der wahr oder falsch ist oder verstehen, was es bedeutet, wenn jemand behauptet, der ist wahr. Also wenn Sie nicht überprüfen können, zumindest theoretisch im Prinzip, ob eine Aussage wahr oder falsch ist, dann haben Sie offensichtlich die Aussage nicht verstanden. Und diese Überlegung, diese Intuition hat es nahegelegt, Bedeutung von einem Aussagesatz mit seinem Wahrheitswert gleichzusetzen. Also Wahrheitswert ist eben wahr oder falsch. Ich werde das hier jetzt immer mit T für true, wahr, und F für false, falsch, abkürzen. Also T und F sind jetzt immer unsere Wahrheitswerte. Dass es hier nur zwei Wahrheitswerte gibt, ist das Prinzip des Tertium non datur. Das ist eines der grundlegenden philosophischen Denkgesetze, wird meistens auf Aristoteles zurückgeführt. Das ist eben eine Aussage entweder wahr ist oder falsch, dass es keine dritte Möglichkeit gibt, so ein Unsicher oder sowas, ist in der Logik eigentlich nicht zugelassen. Also wir haben ja auch einen sehr logischen Ansatz der Sprachbedeutung, dass wir keine Unsicherheit zulassen, sondern sagen, eine Aussage ist entweder wahr oder falsch. Es kann sein, dass ich nicht weiß, ob die wahr oder falsch ist, dass mir das Wissen fehlt, um das zu entscheiden, aber mit hinreichend Wissen wäre die Entscheidung, müsste immer möglich sein. Sachen, die nicht wahr oder falsch sind auch keine Aussagen. Was natürlich wieder vielleicht das einschränkt, was wir mit dieser Art von Repräsentation direkt erfassen können. Gut. Natürlich ist es jetzt ein bisschen zu kurz gegriffen, die Bedeutung einfach nur mit dem Wahrheitswert gleichzusetzen, denn dann hätten diese drei Sätze, Otto ist wach, Otto schläft gerade, der Mond ist aus Käse und Otto schläft nicht, die gleiche Bedeutung, nämlich den Wahrheitswert falsch. Und ganz abgesehen, dass es natürlich völlig unterschiedliche Sätze sind, die ja irgendwie intuitiv eine unterschiedliche Bedeutung haben, sind die noch auf einer grundlegenderen Ebene unterschiedlich, denn der Grund, sozusagen, die haben die Ursache, warum die falsch sind, ist ganz anders, ist verschieden gelagert. Und die Aussage, Otto ist wach, ist eben falsch, weil Otto gerade schläft. Das ist sozusagen
ein momentaner Zustand der Welt und der kann sich jederzeit ändern. Der Mond ist aus Käse ist auch falsch, aber es ist sozusagen noch falscher als Otto ist wach, denn diese Aussage ist immer falsch in unserer Welt. Also die wird sich in der Zeit, das ist nicht nur im Moment falsch, sondern über die gesamte Zeit hinweg bleibt diese Aussage falsch. Es ist also ein dauerhafter Zustand. Aber natürlich was eben jetzt in unserer Welt gibt. Also oft hilft es sich vorzustellen, dass man die Aussagen jetzt nicht in unsere realen Welt, auf unsere reale Welt bezieht, sondern auf irgendeinen Fantasy-Roman oder Science-Fiction-Roman. Und es gibt bestimmt irgendeinen Roman, in dem der Mond tatsächlich aus Käse ist oder Märchen oder sowas. Und in dieser Welt wäre die Aussage wahr. Das heißt, diese Aussage kann in bestimmten Welten, könnte in einer fiktiven Welt wahr sein, ist eben jetzt in unserer realen Welt sozusagen zufällig falsch. Während diese Aussage manchmal in unserer realen Welt wahr ist. Hingegen die Aussage, Otto schläft und Otto schläft nicht, gibt es eine Welt, in der die wahr sein kann? Also zumindest nach unseren üblichen Vorstellungen von Logik ist, wenn Otto schläft, dann kann diese Aussage nicht zutreffen. Und wenn Otto wach ist, dann kann diese Aussage nicht zutreffen. Also hier habe ich eine Negation derselben Aussage. Und nach dem Tertium non datur muss eigentlich das eine oder andere gelten, entweder wahr oder falsch. Und die Negation kann dann nicht zugleich gelten. Also das ist eigentlich noch, zu dem Tertium non datur gibt es noch das Kontradiktionsprinzip, dass eine Aussage nicht zugleich wahr und falsch sein kann. Und mit diesen beiden Prinzipien folgt, dass eben eine Aussage und ihre Negation nicht gleichzeitig wahr sein können. Und deswegen kann Otto schläft und Otto schläft nicht, kann gar nicht wahr sein. Egal wie die Welt beschaffen ist, das ist sozusagen eine Kontradiktion in der Aussageformulierung selbst schon. Und Sie sehen, es sind drei völlig verschiedene Ebenen. Diese Aussage ist eben zum bestimmten Zeitpunkt falsch, kann aber auch wahr sein zu einem anderen Zeitpunkt. Diese Aussage ist in einer bestimmten Welt falsch, kann aber in anderen fiktiven Welten wahr sein. Diese Aussage ist immer falsch. Die ist ein Widerspruch in sich selbst und kann damit in keiner Welt wahr sein. Also Wahrheitswert kann nicht mit der Bedeutung gleichgesetzt werden. Ludwig Wittgenstein hat in seinem Traktatus Philosophicus vorgeschlagen, dass das Wesentliche nicht der Wahrheitswert ist, sondern die Wahrheitsbedingungen. Er hat es so formuliert, einen Satz verstehen heißt wissen, was der Fall ist, wenn er wahr ist. Das heißt, dass die Bedeutung des Satzes, also das Verstehen des Satzes, besteht darin, dass man seinen Wahrheitswert überprüfen kann. Dass man gegebenen aktuellen Zustand der Welt entscheiden kann, ob dieser Satz wahr ist oder falsch. Ob diese Aussage wahr ist oder falsch. Man nennt sowas auch eine wahrheitskonditionale Semantik, also einfach für Wahrheitsbedingungen. Und das ist der gängige Ansatz semantischer Interpretation, der gängige computerlinguistische Ansatz für semantische Repräsentation. Was er auch dazu geschrieben hat, was auch wichtig ist, es ist auch nicht entscheidend, ob man jetzt weiß, ob die Aussage wahr oder falsch ist. Also wenn Sie jetzt nicht wüssten, aus was der Mund gemacht ist und es eine Option wäre, dass er aus Käse ist, können Sie trotzdem den Satz verstehen. Solange Sie wissen, was Sie überprüfen müssen, sozusagen was Sie in Wikipedia suchen müssten, um das zu überprüfen, haben Sie den Satz verstanden. Und das ist natürlich in anderen Fällen, es geht also wirklich nicht um das Faktenwissen, sondern um die Fähigkeit zu überprüfen, ob ein Satz wahr oder falsch ist. Also eigentlich geht es um die Wahrheitsbedingungen, was gegeben sein muss, damit der Satz wahr wird, die Aussage wahr wird, aber das lässt sich dadurch operationalisieren, dass man, sagen wir, wenn man die Wahrheitsbedingungen versteht, dann muss man in der Lage sein, das für eine gegebene Welt zu überprüfen. Anders gesagt geht es eben nicht um den Wahrheitswert in unserer tatsächlichen Welt, den Sie vielleicht nicht kennen, sondern um die Wahrheitswerte in möglichen Welten. Also gegeben irgendeine mögliche Welt, wäre die Aussage dann wahr oder falsch, wobei Sie eben alle notwendige Informationen in dieser möglichen Welt vorgegeben bekommen. Solche möglichen Welten
Also was wir, um das jetzt computerlinguistisch umsetzen können, formal umsetzen zu können, müssen wir natürlich dann mögliche Welten formalisieren, also eine Darstellung dieser möglichen Welten haben, um dort Wahrheitsbedingungen überprüfen zu können. Man bezeichnet solche formalen Repräsentationen möglicher Welten als Weltmodelle, die ich hier ein Beispiel mal vorführen möchte. Das ist jetzt so die einfachste Form von Weltmodellen, mit denen man aber schon solche Aussagesätze, wie wir sie uns anschauen, gut repräsentieren kann. Also ein Weltmodell besteht aus einer Menge von Objekten, die sogenannten Individuen, die alle Personen, Tiere und Objekte in der Welt repräsentieren. Also hier habe ich zum Beispiel P steht für eine Person namens Peter. Es ist üblich, diese Objekte mit Großbuchstaben zu benennen. Das ist aber natürlich völlig arbiträr und das ist der Anfangsbuchstabe vom Namen ist natürlich auch hier völlig beliebig gewählt. Also hier haben wir ein paar Personen, Peter und Maria. Wir haben auch ein paar Tiere, Gigi und Luna zum Beispiel. Aber auch alle Dinge in der Welt, alle Objekte in der Welt sind solche Individuen. Also zum Beispiel haben wir hier Bücher oder Tische, da es sich um Individuen handelt. Also ein Buch ist kein Objekt der Welt, sondern es gibt viele Bücher in der Welt. Deswegen müssen wir unterscheiden. Also mit Individuum ist jede einzelne Instanz eines Buches oder Tisches gemeint. Hier sind wir deswegen durchnummeriert. Also B1 ist ein Buch, B2 ist ein weiteres Buch, T1, T2, T3 sind drei verschiedene Tische. Tatsächlich umsetzen lässt sich sowas natürlich nur in der Spielzeugwelt, diese berühmten Toy Worlds, wo wir dann eine überschaubare Anzahl von Individuen haben. Es wird sicher nicht möglich sein, für unsere reale Welt so ein formales Weltmodell tatsächlich zu formulieren, aber zumindest als theoretisches Konstrukt ist es denkbar. Wir müssten also alle Individuen, alle Objekte und Personen und Tiere in der Welt erfassen und als Elemente dieser Menge des sogenannten Universums. Also man nennt diese Menge aller Individuen das Universum des Weltmodells. So. Was dieses Weltmodell können muss, ist natürlich, unser Ausgangspunkt für die Satzsemantik ist ja die Bedeutung der einzelnen Wörter. Das sind ja unsere Atome, aus denen wir dann Satzsemantik konstruieren wollen. Das heißt, um den Wahrheitswert des Satzes zu überprüfen, müssen wir auf jeden Fall irgendwie die Wahrheitswerte von Wörtern erfassen können. Das heißt, dieses Modell muss in der Lage sein, Wortbedeutungen zu repräsentieren. So entwickeln wir jetzt auch das Weltmodell. Wir überlegen uns, was brauchen wir in diesem Weltmodell, um Wortbedeutungen zu erfassen. Gegeben sind ja schon die Individuen und das sind genau die Bedeutungen von Eigennamen. Also ein Eigenname wie Peter bezeichnet ja in einem Kontext, wo es eindeutig ist, wo er verwendet werden kann, genau ein Individuum. Diese Doppelklammern ist die übliche Schreibweise, um Bedeutung anzuzeigen. Also Peter in Doppelklammern ist die Bedeutung der sprachlichen Äußerung Peter oder des linguistischen Materials Peter. Und das ist die Bedeutung von unserem Eigennamen ist die entsprechende Individuenkonstante in dem Weltmodell. Auch Pronomina stehen für Individuen, also wenn ich sage er oder sie oder es, damit meine ich dann eigentlich auch immer ein Individuum. Der Unterschied ist, dass durch das Pronomen natürlich noch nicht festgelegt ist, welches Individuum ich meine. Das könnte ja mit er könnte ich sowohl Peter als auch ein männliches Tier meinen oder auch zum Beispiel einen Tisch. Natürlich kein Buch, weil das Neutrum ist, aber es kann sich im Prinzip auf alle Individuen beziehen. Deswegen können wir die Bedeutung von Pronomina mit Individuenvariablen gleichsetzen. Üblich ist es dafür, Kleinbuchstaben, XY und so weiter zu verwenden. Also damit meinen wir jetzt immer ein Individuum, das nicht näher festgelegt ist. So, was brauchen wir noch? Adjektive zum Beispiel. Adjektive bezeichnen ja Eigenschaften, also sagen wir mal das Adjektiv alt. Wie könnten wir die Bedeutung von alt in diesem Weltmodell erfassen? Das ist eine Idee. Was müssen wir denn, also sozusagen, dieses Weltmodell hat noch kein Konzept von einem Adjektiv wie alt.
was wäre die Bedeutung von alt? Wie können wir die hinzufügen? Natürlich auch jung, groß, rot, teuer. Irgendeine Idee? Ja. Vielleicht einmal durch Kontraste, also alt ist nicht jung. Oder durch Vergleiche, also etwas ist älter oder jünger. Genau, also wir machen es mal einfacher, das mit dem älter und jünger, das zeigt schon wieder ein Problem, dass alt ja auch wieder ein relativer Begriff ist. Wir machen das im Prinzip im Sinne dieser Kontraste, dass wir das nur ausgehen, etwas ist entweder alt oder nicht alt. Also diese Grauzonen, die lassen wir mal außen vor. Die Frage ist, wie wir jetzt solche Kontraste, also es geht ja darum, in den Weltmodellen beziehungsweise nochmal anders gesagt, wir wollen ja entscheiden können, wenn ich sage, Peter ist alt, ist eine Aussage, dann will ich entscheiden können, ob die wahr oder falsch ist, muss also wissen, ob Peter alt ist oder nicht. Das heißt, um solche Eigenschaften zu erfassen, muss die Information, ob Peter alt ist oder nicht, in dem Teil des Weltmodells sein. Das könnte eine Möglichkeit, das zu machen, wäre, dass wir an jedes Individuum so eine Liste von Eigenschaften dranhängen. Ist alt, ob es alt ist, ob es jung ist, ob groß, klein, blau, grün, rot, gelb und so weiter. Wäre im Prinzip machbar. Der Nachteil ist, dass wir dadurch natürlich ein sehr komplexes Weltmodell kriegen und wir eigentlich bei den Individuen schon alle möglichen Eigenschaften, die mal relevant werden könnten, aufzählen müssten. Also sozusagen, da wird alles wie diese Individuenrepräsentation gepackt und das ist ein bisschen ungeschickt. Eine andere Art, das zu repräsentieren, ist zu sagen, naja, die Alten, richtig, ja. Um zu wissen, was alt ist, muss ich einfach nur auflisten, welche Individuen alt sind. Zum Beispiel in unseren Weltmodellen seien es mal die, also Peter, Richard und diese zwei Bücher sind alt in dem Weltmodell. Also kann ich so eine Eigenschaft als eine Menge der Individuen darstellen, auf die diese Eigenschaft zutrifft. Das ist eigentlich mehr oder weniger dasselbe, ob ich jetzt jedem Individuum dazu schreibe, ob es alt ist oder nicht, oder einfach eine Menge von Alten aufführe, ist formal eigentlich das Gleiche, aber eigentlich besser zur Hand zu haben, weil wir letztlich die Eigenschaften von den individuellen Repräsentationen trennen können. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Adjektiv habe, dann kann ich das einfach hinzufügen, indem ich eine neue Menge definiere, die dieses Adjektiv wiedergibt, und muss nicht die komplette Repräsentation des Universums ändern, indem ich in diese individuellen Darstellung auch noch die neue Eigenschaft hinzufüge. Also wir setzen adjektive Eigenschaften mit Mengen von Individuen gleich. Hier unten, also ich kann es praktisch so aufschreiben, die Bedeutung von alt ist in gewisser Weise die Menge dieser vier Individuen. Könnte in einem anderen möglichen Welt eben was ganz anderes sein und das entscheidet ja dann, ob eine Aussage in einer spezifischen Welt eben wahr oder falsch ist. Dasselbe gilt übrigens für Substantive. Man könnte ja mal denken, der Mann bezeichnet ein Individuum normalerweise in unserem Sprachgebrauch, aber das Substantiv Mann selber bezeichnet ja nicht ein bestimmtes Individuum wie Peter oder Richard, sondern irgendein männliches Individuum. Also eigentlich ist ein Substantiv auch eine Eigenschaftszuschreibung, obwohl wir das normalerweise als Hauptwort und nicht als Eigenschaftswort bezeichnen, ist es eigentlich genau dasselbe wie ein Adjektiv. Also merken Sie sich, Adjektive und Substantive bezeichnen beide Eigenschaften und ich kann zum Beispiel das Substantiv Mann genauso als die Menge aller männlichen Individuen repräsentieren. In dem Fall ist es natürlich so, das macht eigentlich nur Sinn für belebte Individuen, also die ganzen Dinge, die würden jetzt, die Objekte, die würden können nicht zu dieser Menge gehören. Aber letztlich kann ich natürlich auch eine mögliche Welt haben, in der auch Dinge ein Geschlecht haben können. Und in dem Sinne ist es dann wieder offen. Und schließlich gilt dasselbe auch noch für intransitive Verben. Also sowas wie Otto schläft, das ist doch die Aussage von Schlafen, ist doch, dass eine gewisse Eigenschaft momentan zumindest zutrifft. Also wir gehen hier immer davon aus, die Weltmodelle können auch zeitabhängig sein. Es ist also eine Beschreibung der Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt
Und deswegen ist es auch Sinn, sowas wie Schlafen als eine Eigenschaft zu bezeichnen, die eben in diesem Moment zutrifft oder nicht. Also Adjektive, Substantive und intransitive Verben können wir alle als solche Mengen repräsentieren. So, und das Einzige, was wir, wenn Sie die Beispielsätze von vorhin nochmal durchsehen, dann werden Sie feststellen, das Einzige, was uns noch fehlt, sind transitive Verben, wie Peter liebt Maria. Transitive Verben stellen einen Zusammenhang, eine Relation zwischen jeweils zwei Individuen dar, also zwischen Peter und Maria in dem Fall, die wir uns in diesem Universum als Pfeilchen relativ gut veranschaulichen können. Also die Aussage Peter liebt Maria ist doch irgendwie eine Relation, eine Beziehung zwischen Peter und Maria, und zwar, wie wir sehen, ja eine gerichtete Beziehung. Denn es ist nicht automatisch so, dass wenn Peter Maria liebt, Maria dann auch Peter liebt. Analog zu der Mengendarstellung der Eigenschaften können wir solche Relationen als Mengen von Paaren, von geordneten Paaren darstellen, die jeweils für ein Pfeilchen stehen. Also dieser Pfeil wird durch das Paar P, M repräsentiert. Peter, eine Liebesbeziehung von Peter zu Maria. Wenn die Beziehung in beide Richtungen geht, also Maria, Luna ist der Hund von Maria, sie liebt ihren Hund und der Hund liebt sie natürlich auch, dann müssen wir auch beide Richtungen aufführen, also M, L und L, M für die Pfeile in beide Richtungen. Mathematisch wird damit eine Relation dargestellt, die eben eine Beziehung zwischen je zwei Elementen der Menge darstellt. Neben transitiven Verben können wir damit auch Präpositionen erfassen. Das Buch auf dem Tisch, also die Aussage, das Buch auf dem Tisch oder das Buch liegt auf dem Tisch, stellt ja eine Relation her zwischen dem Buch und dem Tisch. Nämlich diese aufeinanderliegenden Relationen könnte ich hier auch durch solche Pfeilchen repräsentieren. Das ist also alles, was unser Weltmodell braucht. Es besteht aus Individuen, den Objekten des Universums, Eigenschaften, die Adjektive, Substantive und Transitive Verben repräsentieren und Relationen für transitive Verben und Präpositionen. Was uns jetzt gerade verloren gegangen ist, sind die Wahrheitswerte. Also jetzt rede ich plötzlich über Mengen. Die Bedeutung vom Adjektiv ist als Menge erfasst. In der wahrheitskonditionalen Semantik wollen wir doch aber einen Wahrheitswert von der Aussage berechnen. Also ich muss jetzt irgendwie noch von dieser Menge zu einem Wahrheitswert kommen. Das ist auch gar nicht schwer. Hier rechts steht nochmal sozusagen die formale Darstellung dessen, was ich grafisch gezeigt habe. Die Individuen sind unser Universum. Wir können jetzt eine Menge, beziehungsweise genau gesagt eben eine Teilmenge des Universums, die eine Eigenschaft wie alt bezeichnet, mit einer Funktion gleichsetzen, die für alle Elemente der Menge wahr ist und sonst falsch. Man bezeichnet sowas auch als Indikatorfunktion. Also wenn ich zum Beispiel diese Eigenschaft, also ich kann jetzt diese Eigenschaft, die Bedeutung von alt mit einer Funktion old gleichsetzen. Wenn P zum Beispiel zu der Menge der alten Individuen gehört, dann liefert die mir den Wahrheitswert true, wahr zurück. Maria gehört nicht zu der Menge, also angewandt auf Maria liefert mir den Wahrheitswert falsch zurück. Und die Menge entspricht dann allen, die Menge ist sozusagen die Extension dieser Funktion in dem Sinn, dass es alle Individuen umfasst, für die die Funktion wahr ist. So eine wahrheitswertige Funktion bezeichnen wir auch als Prädikat. Genau gesagt ist ein einstelliges Prädikat, weil diese Funktion ein Argument nimmt und dann Wahrheitswert liefert. Und wie gesagt, einstellige Prädikate entsprechen immer Teilmengen. Die Menge ist die Extension des Prädikats. So, das heißt, wir werden jetzt tatsächlich eigentlich nicht mit den Teilmengen hantieren, so können wir die definieren, die Eigenschaften, und so kann man sie am besten veranschaulichen, aber arbeiten werden wir dann tatsächlich mit den Prädikaten in der wahrheitskonditionalen Semantik. Für Relationen können wir es analog machen. Die Relation ist eine Menge von Paaren. Das heißt, um jetzt Paare zu identifizieren, brauche ich ein zweistelliges Prädikat, dem ich die beiden Individuen gebe und das dann wahr zurückliefert, wenn die Relation besteht, wenn das Paar Teil der Menge ist, und falsch, wenn die nicht besteht. Also Peter liebt Maria, war wahr, umgekehrt galt es aber nicht, deswegen Love von M, P wird falsch sein.
Ich werde es jetzt konsistent so machen, dass in unseren Beispielen die Beispielsätze, die Sprachelemente Deutsch sind, die Prädikate aber Englisch bezeichnen. Das soll uns nochmal helfen zu abstrahieren. Das ist wirklich eine Abstraktion. Also, dass das hier old und love heißt, sagt natürlich noch nichts darüber aus, was es bedeutet. Die Bedeutung des Prädikats ist allein seine Extension in einem gegebenen Weltmodell. Also immer wenn es Englisch ist, dann ist es nur eine Bezeichnung, die uns hilft zu verstehen, um was es geht. Aber eigentlich ist es ein arbiträres, einfach irgendein Prädikat, das im Weltmodell irgendwie befüllt wird. So, und jetzt können wir versuchen, mit diesen Bausteinen Satzbedeutung zu formulieren, und zwar als prädikatenlogische Aussagen. Also Prädikatenlogik setzt sich zusammen, wie der Name schon sagt, aus Prädikaten, die auf Individuen angewendet werden und die dann noch mit logischen Verknüpfungen kombiniert werden können. Das ist eigentlich der Kern der Prädikatenlogik. Also die Aussage, und denken Sie nochmal dran, es geht uns jetzt nicht darum, uns zu überlegen, wie diese Bedeutungen berechnet werden können, sondern rein, dass wir in der Lage sind, diese Bedeutung zu formulieren. Mit der Berechnung werden wir uns dann im Sommersemester beschäftigen. Also die Bedeutung der Aussage Peter ist alt würde übersetzt in die prädikatenlogische Aussage old von P. Die Bedeutung von Peter ist das Individuum P und die Bedeutung von alt ist das Prädikat old. Und sinnvollerweise muss natürlich old auf P angewendet werden. Das entnehmen wir jetzt momentan unserer sprachlichen Intuition und im Sommer werden wir sehen, wie man es tatsächlich dann mit bestimmten Korrespondenzregeln berechnen kann. Selbe galt ja für intransitive Verben. Otto schläft. Die Bedeutung des intransitiven Verbs schlafen ist das Prädikat sleep, das Einschränkprädikat. Und angewandt auf das Argument Otto gibt mir das eine Aussage und Sie sehen, das hat genau die wahrheitskonditionale, den Effekt, dass wir eine wahrheitskonditionale Semantik kriegen. Diese Aussage, Sleep von O, ist genau dann wahr, wenn O zu der Menge der schlafenden Individuen gehört. Und das ist auch unser intuitives Verständnis, wie das Weltmodell aussehen muss, damit die Aussage, Otto schläft, wahr ist. Noch ein Beispiel, Titi ist eine Katze, damit wir nochmal sehen, für Adjektive, intransitive Verben und Substantive. Das ist jetzt genau eine, also hier ist es, wie wir das formal, diese Wahrheitskonditionalität formal ausdrücken kann, denn, also diese, wie gesagt, die Bedeutung eines Satzes ist eine prädikatenlogische Aussage, die selbst keinen Wahrheitswert hat, die aber einen Wahrheitswert bekommt, wenn wir bezüglich eines Weltmodells dann Wahrheitswert wahr oder falsch hat. Und das wird durch dieses höhergestellte M, M ist zwar der Name des Weltmodells, angezeigt. Also das ist die Interpretation von Peter ist alt bezüglich des Modells M. Das ist die Interpretation der prädikatenlogische Aussage bezüglich M und das ist eben wahr, wenn diese Eigenschaft in M gilt und sonst falsch. Diese Angaben hier beziehen sich natürlich auf unser Weltmodell von der vorigen Folie. Da ist Peter alt. Und Luna ist ein Hund und damit ist die Aussage, Luna ist eine Katze, falsch. So, und jetzt werden wir uns langsam vorarbeiten von diesen ganz einfachen Sätzen zu immer komplexeren Sätzen. Zunächst mal, was ist mit Pronomina, wenn ich eine Aussage habe, Peter liebt sie? Da können wir ja nicht entscheiden, ob die wahr oder falsch ist bezüglich des Weltmodells, weil wir nicht wissen, wer sie liebt. Wenn sie bezeichnet. Pronomina sind, und da sehen Sie, warum wir Pronomina als Individuenvariablen bezeichnen. Wir können diese Aussage Peter liebt sie übersetzen in Love von P, X. Das heißt, eine Relation zwischen dem Individuum Peter, der Konstante P, und irgendeinem anderen Individuum. Wir wissen aber nicht, welches es ist. Muss nicht mal, das könnte natürlich jetzt auch irgendwie eine Speise sein, die Peter sehr gerne hat. Würde ja auch funktionieren, also es kann irgendein Individuum eigentlich sein. Um auch solchen Aussagen, man nennt sowas freie Individuenvariablen, weil die eben noch frei belegt werden können, um solchen Sätzen noch einen Wahrheitswert zuweisen zu können,
brauchen wir zusätzlich zum Weltmodell noch eine Variablenbelegung. Was sind Variablenbelegungen? Das ist eine Funktion g, die jede vorkommende freie Variable auf ein bestimmtes Individuum abbildet. Also eine Interpretation mit Variablenbelegung würde man so darstellen, mit hochgestelltem m und g. Und das heißt, für die Welt m mit der Interpretation g der Variablen, also wenn zum Beispiel g von x Maria ist, also x als sich auf Maria bezieht, dann ist die Aussage wahr. Wenn es sich auf irgendjemand anders bezieht, also Richard wird, glaube ich, von Peter nicht geliebt, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, wie die Relationen waren, dann ist die Aussage falsch. Damit werden wir uns jetzt heute nicht mehr ausführlicher beschäftigen. Es ist nur wichtig, dass Ihnen bewusst ist, dass also Aussagen mit freien Pronomina keinen Wahrheitswert zugewiesen kann, sondern erst zusammen mit einer Variablenbelegung. Wir werden heute aber sonst nicht mehr mit Aussagen mit freien Pronomina arbeiten und brauchen deswegen die Variablenbelegung auch nicht weiter. Was wir jetzt aber machen wollen, ist unsere ganz einfachen Aussagen, also wir können jetzt wirklich diese elementaren Aussagen über ein Individuum oder Relationen zwischen zwei Individuen formulieren. Jetzt wollen wir daraus die Bedeutung komplexerer Aussagen ableiten, wie zum Beispiel Gigi ist eine Katze und Luna ist ein Hund. Und zwar intuitiv ist doch klar, die Bedeutung davon ist, dass sowohl diese Aussage zutrifft, Gigi ist eine Katze, als auch diese Aussage, Luna ist ein Hund. Jede einzelne Aussage können Sie schon übersetzen, das ist Cat von Jay, diese Aussage ist Dog von L. Und in der Prädikatenlogik können wir eben aus diesen elementaren Prädikaten komplexe Aussagen zusammensetzen, in dem Fall mit dem Junktor, dem Und-Junktor, der Konjunktion, die eben eine Und-Verknüpfung zwischen zwei Aussagen herstellt. So, was ganz Entscheidendes ist hier, dass der Wahrheitswert der Aussage, egal welches Weltmodell wir haben, der Wahrheitswert der zusammengesetzten Aussage hängt nur von den Wahrheitswerten der beiden Teilaussagen ab. Also ist ja klar, das ist wahr, wenn beide wahr sind, also wenn das und das zutrifft. Ob hier eine Aussage, welche Aussage hier genau gemacht wurde, spielt dafür eigentlich überhaupt keine Rolle. Und natürlich, die einzelnen Aussagen sind ja in den verschiedenen Welten falsch oder wahr, aber wenn ich weiß, dass das wahr ist und das wahr ist, dann weiß ich auch, dass die Gesamtaussage wahr ist, egal was die Einzelaussagen waren. Also für den Wahrheitswert der zusammengesetzten Aussage kommt es nur auf die Wahrheitswerte der Teilaussagen an. Deswegen können wir hier als Kurznotation diese beiden Teilaussagen durch sogenannte Aussagenvariablen ersetzen, P und Q. Also P und Q Aussagenvariablen haben nur einen Wahrheitswert. Also verwenden wir dann, wenn es nur auf den Wahrheitswert ankommt. Das soll auch im Prinzip dann unabhängig vom Weltmodell, also P ist etwas, was wahr oder falsch sein kann, je nach dem spezifischen Weltmodell, in dem es evaluiert wird. Es kommt uns aber nur auf den Wert an. Und damit können wir es auch übersichtlicher, ich werde jetzt oft mal diese übersichtliche Notation verwenden, einfach P und Q schreiben und eben die Teile, wobei P für die Teilaussage Gigi ist eine Katze und Q für die Teilaussage Luna ist ein Hund steht. Wir müssen jetzt nämlich erstmal formal definieren, was dieser Und-Junktor, was diese Konjunktion eigentlich bedeutet. Also hier habe ich das ja einfach mal erst aus der Luft gegriffen. Wir wollen ja eine völlig formale Repräsentation haben und da muss man festlegen, was eigentlich der Wahrheitswert von dieser zusammengesetzten Aussage ist. Und nachdem wir das so vereinfacht haben, können wir das jetzt über eine sogenannte Wahrheitstafel machen. Es gibt nämlich ja nur vier Möglichkeiten, die hier aufgeführt sind, also entweder beides sind wahr, P ist wahr, Q ist falsch, P ist falsch, Q ist wahr, oder beides sind falsch. Nur darauf kommt es ja an, deswegen haben wir nur diese vier Möglichkeiten für die Ergebnisse und damit kann ich einfach explizit für jede der vier möglichen Wahrheitswerte von P und Q aufführen, was dann der Wahrheitswert der Gesamtaussage ist. In einem konkreten Modell kann ich die Wahrheitswerte von P und Q ja berechnen. Das wissen wir schon, wie das geht.
und den Wahrheitswert der Gesamtaussage einfach aus dieser Tabelle ablesen. Also solche logischen Junktoren, solche logischen Verknüpfungen werden in Form solcher Wahrheitstafeln definiert. Was wir hier sehen, ist die Wahrheitstafel für die Und-Verknüpfung. Ich habe hier immer die lateinischen formalen Namen der Junktoren der Verknüpfung ausgeführt und noch die umgangssprachliche Umschreibung, die auch zeigt, für welches Wort, also für welches sprachlichen Ausdruck die Verknüpfung eigentlich steht. Also die Und-Verknüpfung mit diesem Und-Symbol dargestellt, ist die Konjunktion genannt, wird durch diese Tafel repräsentiert. P und Q ist natürlich nur dann wahr, wenn die beiden Teilaussagen auch wahr sind. In jedem anderen Fall ist die falsch. Ich glaube, das ist völlig intuitiv. So, die weiteren logischen Verknüpfungen, die wir noch brauchen, ist die Disjunktion, die entspricht dem Oder. Wobei man hier noch eine Unterscheidung machen muss. Man kann es Oder inklusiv verstehen, dass auch beide Aussagen wahr sein dürften. Oder exklusiv, das entspricht dem, was wir meistens als Entweder-Oder formulieren. In der natürlichen Sprache ist ein Oder, kein Oder, also wenn man sagt, Maria ist 12 oder 13 Jahre alt, wer war das? Otto, glaube ich. Otto ist 12 oder 13 Jahre alt, versteht man das ja, also wissen wir aus dem Weltwissen, dass es ein Entweder-Oder sein muss. Er ist entweder 12 oder 13 Jahre alt. In anderen Fällen könnte es aber auch ein inklusives Oder sein, bei dem beides zutreffen kann. Und das ist in der Sprache völlig unscharf. In der Logik müssen wir natürlich entscheiden, denn ich kann nur einen Wahrheitswert bestimmen, wenn ich weiß, ob das exklusive oder inklusive gemeint ist. Die normale Verknüpfung in der Logik ist die inklusive Disjunktion, also die Disjunktion ist ein inklusives Oder, bei dem auch beides zutreffen darf. Was durch dieses Oder-Symbol. Also wenn Sie sich an die Mengenoperation erinnern, ist auch nicht ganz zufällig, erinnert diese Schnittmenge an das und die Vereinigungsmenge an das Oder. Und das entspricht ja auch dem, ein Element gehört zur Schnittmenge von A und B, wenn es zu A und B gehört. Es gehört zur Vereinigungsmenge, wenn es zu A oder B gehört. Und da sehen Sie auch, dass das sind die Äquivalenz. Bei der Vereinigungsmenge sind natürlich die, die zu beiden gehören, auch mit drin. Deswegen ist es naheliegend, dass wir in der Logik dann auch das Oder inklusive verstehen, also inklusive der, dass auch dann, wenn beide Teilaussagen wahr sind, wahr ist. Das Entweder-Oder wird auch als Kontravalenz bezeichnet. Es gibt da kein Standardsymbol dafür. Ich schreibe hier ein E, so entweder oder drunter oder exklusives oder tiefer gestellt. Es gibt auch manche Autoren, die so einen Punkt drüber setzen und verschiedene andere Notationen. Also da muss man einfach im Kontext schauen, wie genau, welches Symbol genau verwendet wird. Aber was immer gleich ist, dass das Oder, dieses Oder-Symbol ohne weitere Zusätze für das inklusive Oder steht, für die Disjunktion. Dann haben wir noch die Negation. Das ist jetzt ein Operator, der nicht zwei Aussagen verknüpft, sondern eine einzelne Aussage negiert. Das entspricht dem nicht. Die müssen wir definieren. Und schließlich das einzige, also es sollte relativ leicht sein, die Wahrheitstafeln dafür anzugeben. Das einzige ein bisschen schwierige ist das Konditional, die Wenn-Dann-Beziehung. Da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen, wenn wir jetzt mal versuchen, diese Wahrheitstafeln auszuführen. Also hier ist nochmal die Wahrheitstafel für die Konjunktion, die Und-Verknüpfung. Kann mir jemand mal schnell sagen, wie die entsprechende Wahrheitstafel für die Disjunktion aussieht, die Oder-Verknüpfung? Wenn beide wahr sind, was ist dann die Oder? Ja? Wahr? Wahr, falsch. Genau. Also ganz einfach. Das exklusive Oder unterscheidet sich nur darin, dass wenn beide wahr sind, dann ist die Gesamtaussage falsch. Denn das Entweder-Oder heißt ja, entweder das eine ist wahr oder das andere, aber nicht beide. Also bei dem Exklusiven habe ich hier oben falsch drin. Jetzt kommen wir zum schwierigen Punkt, dem Konditional. P, also dieses Pfeil
Es steht für wenn, dann. Dieses Zeichen heißt, wenn P, dann auch Q. Oder aus P folgt Q, kann man genauso sagen. So. Jetzt versuchen wir uns mal zu überlegen, was die Wahrheitswerte ja sein können. Also, wenn P wahr ist und Q auch wahr ist, gilt dann aus P folgt Q? Da müssen Sie nämlich müssen auch aufpassen zu unserem Sprachgebrauch, wenn aus P folgt Q oder wenn P dann Q, verstehen wir ja immer als eine verallgemeinerte Aussage. Also immer dann, wenn P gilt, gilt auch Q. Bei dieser Wahrheitstafel geht es jetzt aber natürlich um den konkreten Fall von irgendeiner Aussage P und Q, die bestimmte Wahrheitswerte haben. Also hier ist nicht die Verallgemeinung, es gilt immer gemeint, sondern in der Welt, wo P, also ich würde praktisch dieser aus P folgt Q in Bezug auf eine konkrete Welt, in der P einen konkreten Wahrheitswert hat und Q einen konkreten Wahrheitswert, einen sinnvollen Wahrheitswert zuordnen. Also wir haben ja gerade gesagt schon, wenn P wahr ist und auch Q, dann stimmt ja die Folgerung eindeutig. Was ist, wenn P wahr ist und Q falsch? Widerspricht ja dieser Folgerung aus P folgt Q, also muss das falsch sein. Was ist, wenn P falsch ist, aber Q wahr? Ja? Falsch. Warum? Ja, weil die erste Aussage schon falsch ist, dann kann darauf keine richtige Aussage kommen. Aber das ist eine Wenn-Dann-Aussage. Also zum Beispiel, wenn Peter hungrig ist, dann isst Peter. Geht Peter essen? Wenn jetzt Peter nicht hungrig ist, dann macht es die Aussage eigentlich nicht falsch. Also sozusagen diese Bedingung in der Situation, wo er nicht hungrig ist, kann er trotzdem essen gehen, das ist ja nicht falsch. Kann man das noch besser formulieren? Also es läuft darauf hinaus, dass wir das als wahr definieren müssen, weil sozusagen uns interessiert ja nur oder sagen wir so, in dieser Folgerung interessiert uns ja nur, wenn das zutrifft, dann muss auch Q zutreffen. Wenn P nicht zutrifft, dann macht diese Folgerung keine Aussage. Also da, wo Peter nicht hungrig ist, macht die Behauptung, wenn Peter hungrig ist, dann isst er. Sagt nicht aus, dass er dann nicht essen darf, sondern lässt es eigentlich offen, ob er isst oder nicht. Und genau das müssen wir hier in der Wahrheitstafel umsetzen. Also wenn FP falsch ist und die Folgerung wahr, dann stimmt es. Aber auch wenn die Folgerung falsch ist, ist die Gesamtaussage auch wahr. Also sozusagen, es widerspricht der Behauptung, wenn P, dann Q nicht. Denn wenn P nicht gilt, kann ich eigentlich aus dieser Folgerung gar nichts über Q folgern. Also das ist so das Einzige, wo es ein bisschen intuitiv erstmal ist. Wenn Sie es aber in einem Zusammenhang dann von größeren Aussagen sehen, dann werden Sie sehen, dass genau das notwendig ist, diese Definition, um dann auch die sinnvolle, sozusagen die erwartete Bedeutung zu bekommen. Vielleicht hilft es auch, das auf Lateinisch zu formulieren, nämlich das Prinzip des ex falso quod libet. Aus einer falschen Aussage folgt aus einer falschen Behauptung folgt jede beliebige Aussage. Das ist genau das, was hier steht. Wenn P falsch ist, dann gilt P impliziert Q, so nennt man das auch nicht mal, das ist konditional P nach Q, egal was Q für eine Aussage ist, also egal unabhängig davon, ob Q falsch oder wahr ist. Man kann sich ziemlich leicht merken, diese Wahrheitstafel. Was ich merken muss, ist, nur wenn P zutrifft und Q nicht, ist es konditional falsch. In allen anderen Fällen ist es wahr. Wir haben nachher noch mal ein Beispiel in einer komplexeren Aussage, da wird es hoffentlich nochmal klar. Das Letzte, was noch fehlt, ist die Negation. Da haben wir natürlich eine etwas kleinere Wahrheitstafel, denn da geht ja nur eine Aussage ein, eine Teilaussage ein. Deswegen gibt es hier nur die Möglichkeiten, P ist wahr oder P ist falsch. Und die Negation kehrt natürlich den Wahrheitswert um. Aus P wird nicht P. Und damit können wir jetzt eigentlich auch schon formal dieses Beispiel vom Anfang, habe ich doch gesagt, Otto schläft und Otto schläft nicht. Hatte ich gesagt, dass
das ist sozusagen auf eine, das ist am falschesten, weil es in keiner möglichen Welt wahr sein kann. Das können wir jetzt anhand der Aussagen nur nachvollziehen. Wenn P die Aussage Otto schläft ist, dann ist die Aussage Otto schläft nicht ja offensichtlich repräsentiert durch nicht P. Ah ja, das hatte ich vorhin noch. Also dieses Häkchen, das ist das logische Symbol für die Negation. In der Logik wird Negation durch dieses vorgestellte Häkchen markiert. Also das ist Otto schläft. Otto schläft nicht, ist die Negation nicht P. Und meine Aussage Otto schläft und Otto schläft nicht ist eine Konjunktion der beiden Teilaussagen. So, und jetzt kann ich schauen, was für Wahrheitswerte, wie muss die Welt beschaffen sein, damit diese Aussage wahr wird. Das ist richtig wahrheitskonditional, indem ich erstmal schaue, was muss für die Teilaussagen gelten, damit die Gesamtaussage wahr ist. Und dann kann ich schauen, wie muss die Welt beschaffen sein, damit die Teilaussage P wahr oder falsch ist. Hier gibt es jetzt nur eine Teilaussage, deswegen ist das sehr einfach. Also ich habe eigentlich nur zwei Fälle zu unterscheiden, P ist wahr oder P ist falsch. Und man kann sich solche komplexen Aussagen, also wenn Sie es nicht so weit sehen, so viel Erfahrung haben, dass Sie es sofort sehen, dann kann man sich Schritt für Schritt herleiten, indem wir jetzt erstmal für immer größere Teilaussagen, also immer größere zusammengesetzte Aussagen, die Wahrheitswerte angibt. Und jeder Schritt braucht eigentlich keine Intuition, sondern kann aus den Wahrheitstafeln abgeleitet werden. Also die Wahrheitswert von nicht P kann ich aus dieser Wahrheitstafel ablesen. Wenn P wahr ist, ist das falsch. Wenn P falsch ist, ist es wahr. So, und für die Gesamtaussage P und nicht P lese ich jetzt eben die Wahrheitswerte der beiden Teilaussagen ab. In dem Fall ist P wahr, nicht P falsch. Und kann dann aus dieser Tabelle sehen, wahr und falsch ergibt falsch. In diesem Fall ist P falsch und nicht P wahr. Und sehe dann aus dieser Tabelle, falsch und wahr ergibt falsch. Und damit sehe ich, diese Aussage ist tatsächlich im Widerspruch. Sie hat immer den Wahrheitswert falsch, egal was die Aussage P ist und ob die zutrifft oder nicht in der möglichen Welt. Und so würden wir dann eben auch sehen, der Unterschied zu, der Mond ist aus Käse. Die Aussage kann wahr werden, wenn eben der Mond in der Welt aus Käse, die Eigenschaft hat, aus Käse zu sein. So. Da ist noch eine Sache, die wir uns hier auch ein bisschen drücken. In der alltäglichen Sprache haben wir es oft nicht mit der Zusammensetzung von vollständigen Aussagen zu tun, sondern es sind oft Konstituenten der Aussage, bei denen solche Koordinationen auftreten, Zusammensetzung auch sehr oft. Man sagt nicht, Otto ist 12 Jahre alt oder Otto ist 13 Jahre alt, sondern Otto ist 12 oder 13. Das können wir jetzt eigentlich so gar nicht erfassen, weil 12 ist keine Aussage. Also ist es klar? 12 wäre ja das Prädikat, das ist sozusagen die Eigenschaft, 12 Jahre alt zu sein. Das wäre dann auch ein Prädikat 12. So, und genau das wäre die Bedeutung von 12. Also so das Prädikat, aber ohne Argument. Und damit ist es keine vollständige prädikatenlogische Aussage. Deswegen kann ich kann jetzt nicht mehr Disjunktion von den Prädikaten 12 oder 13 machen, weil das keine Aussagen sind. Ich kann diese Junktoren sind ja definiert für vollständige Aussagen, nicht durch Aussagenvariablen, also Wahrheitswerte wahr oder falsch repräsentieren kann. Deswegen kann ich jetzt nicht einfach in dieser Konstituente 12 oder 13 Disjunktion bilden. Die Lösung ist, dass wir das als Ellipsen interpretieren, dass wir sagen, also eigentlich ist diese Aussage eine kurze Formulierung für Otto ist 12 oder Otto ist 13. Trifft ja eigentlich auch zu. Und dann können wir es übersetzen, Otto ist 12, ist 12 von Otto, Otto ist 13, ist 13 von Otto und die Gesamtaussage ist dann 12 von Otto oder 13 von Otto. Dasselbe können wir übrigens auch mit komplexen Prädikaten machen, also Prädikat im linguistischen Sinn, wenn eine Eigenschaft zugeschrieben wird, das mit dieser Copula ist. Gigi ist eine schwarze Katze.
das können wir interpretieren als Gigi ist eine Katze und Gigi ist schwarz. Und damit können wir es wieder übersetzen in so eine Konjunktion von zwei einfachen Aussagen. Und das Ganze kann ich natürlich auch für Subjekt machen und für komplexe Relationen. Also wenn Sie sich das immer wenn Sie so eine Koordination haben, innerhalb einer Konstituente, übersetzen wir das in die voll ausformulierten Sätze. So. Und damit können wir uns jetzt darauf konzentrieren, solche kompletten Aussagen miteinander zu verknüpfen. Also wir wollen jetzt schauen, was ist die Interpretation des Satzes, wenn Gigi eine Katze ist und Luna ein Hund, dann liebt er sie nicht. Das ist schon mal nicht mehr so ganz trivial. Das ist eine etwas komplexere Aussage. Was machen wir hier eigentlich mit er und sie? Das waren doch Individuen, Variablen x und y. Trifft das hier zu? Also kommt da nachher ein x und ein y vor? Oder müssen wir dann, ist das, was würden Sie sagen? Eigentlich nicht, gell? Denn er ist ja, ist das klar? Ja, also er ist Gigi und sie ist Luna. Also das sind, die sind keine freien Variablen, sondern gebundene Variablen, weil sie sich auf ein anderes Element innerhalb desselben Satzes beziehen. Das muss ich natürlich wissen, um die Bedeutung richtig erfassen zu können. Das heißt, wenn wir es mal computerlinguistisch automatisch machen wollen, brauche ich hier erstmal eine sogenannte Nachfolgeresolution, dass also er, die Bedeutung von er zu Gigi aufgelöst wird und sie zu Luna. Im Prinzip ersetzen wir konzeptuell die Pronomina durch die Individuen, auf die sie sich beziehen. So, also davon gehen wir aus, dass das klar ist. Es geht uns hier auch nur um die Repräsentation des Endergebnisses und nicht um den genauen Prozess. Und dann können wir eben solche komplexe Bedeutung am besten erfassen, indem wir hier erstmal die Teilaussagen zerlegen. Nämlich, ich habe eine Teilaussage P, das ist Gigi ist eine Katze und hier unten sind schon die Interpretationen dargestellt. Eine Teilaussage Q, Luna ist ein Hund. Und eine Teilaussage R, das ist nämlich er liebt sie, also Gigi liebt Luna. Also die elementaren Aussagen sind immer, also was ich hier mit Teilaussage meine, ist eigentlich ein Prädikat angewandt auf Argumente. Also sozusagen die minimalen aussagenlogischen, prädikatenlogischen Formen. So. Und die Gesamtaussage, das Wesentliche, was diesen Satz so komplex macht, ist eben der logische Zusammenhang, der zwischen diesen Teilaussagen besteht. Und den kann ich jetzt so formulieren, nämlich, ich habe hier erstmal ein Konditional. Also wenn Sie sowas nicht sofort übersetzen können, dann müssen Sie systematisch vorgehen und es in seine Bestandteile zerlegen. Also schaut man erstmal auf der obersten Ebene, ist es doch eine Wenn-Dann-Aussage. Wenn bla 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 gilt, dann gilt bla bla bla. Also habe ich hier irgendwo, die Basis ist ein Konditional. Und jetzt überlege ich mir, was steht links und rechts von dem Konditional. Also links steht, wenn Gigi eine Katze ist und nun ein Hund. Rechts steht, er liebt sie nicht. Dann folgt, er liebt sie nicht. R ist die Aussage, Gigi liebt Luna. Also steht hier rechts die Negation, nicht R. So. Und links, die Bedingung, die erfüllt sein muss, damit die Folgerung gilt, das ist Aussage P, Gigi Katze, und die Aussage Q, Luna Hund, also die Konjunktion der beiden. P und Q muss erfüllt sein. Wenn P und Q erfüllt ist, dann muss auch nicht R gelten. Und vielleicht hilft es nochmal, die Wahrheitstafel fürs Konditional zu verstehen. Die Behauptung, wenn Gigi eine Katze ist und Luna ein Hund, dann liebt er sie nicht. Wenn beides Hunde sind, dann kann man doch nicht sagen, dass die falsch ist. Also wir können nur dann sagen, dass die Behauptung falsch ist, wenn auch diese Bedingung zutrifft, weil sie andernfalls eben keine Voraussage macht. Und damit kriegen wir diese etwas unintuitive Wahrheitstafel, dass für eine falsche Voraussetzung das Konditional immer wahr ist.
So, an dem Beispiel üben wir jetzt noch mal kurz das Berechnen von Wahrheitswerten für komplexe Aussagen. Also die wahrheitskonditionale Interpretation in Bezug auf ein Weltmodell. Die Wahrheitswerte-Gesamtaussage hängt nur von den Wahrheitswerten der elementaren Teilaussagen ab. Die kann ich jeweils ja direkt aus dem Weltmodell ablesen. Also was diese Tafel sagt, ist, für jede mögliche Kombination der Werte, die ich im Weltmodell kriegen kann, ist die Gesamtaussage wahr oder falsch. Und damit habe ich dann meine volle Überprüfbarkeit, indem ich zunächst aus dem Weltmodell ablese, welche der 8 Zeilen hier zutrifft für diese Welt, und dann aus dieser Tafel ablesen kann, ob die Gesamtaussage wahr oder falsch ist. So, ich kriege hier 8 Zeilen, weil natürlich P, Q und R unabhängig voneinander sind und jede Kombination aus wahr und falsch der 3 Teilaussagen berücksichtigt werden muss. So, die Gesamtaussage war ja P und Q impliziert nicht R. Und um jetzt den Wahrheitswert zu berechnen, geht man natürlich zur Interpretation, bin ich von außen nach innen gegangen, jetzt geht man natürlich von innen nach außen. Ich muss also erst für die kleineren Teilaussagen, kleineren zusammengesetzten Teile, Wahrheitswerte berechnen, wobei ich jeweils eben ein Junktor, eine logische Verknüpfung anwende, und dann kann ich für das gesamte Konditional Wahrheitswerte berechnen. Also erstmal für P und Q. Da muss man jetzt natürlich noch aufpassen, für die Wahrheitswerte von P und Q interessieren natürlich nur die Werte von den ersten beiden Spalten. Das hat nichts mit R zu tun. Das heißt, ich kriege für jeweils 2 aufeinanderfolgende Zeilen, die sich nur durch den Wahrheitswert von R unterscheiden, das gleiche Ergebnis raus. Also hier und hier trifft P und Q zu. Das ist ja beides wahr. In allen anderen Fällen trifft es nicht zu und damit habe ich diese Wahrheitswerte für P und Q. Analog für die Negation von R spielt es keine Rolle, welche Werte P und Q haben. Deswegen habe ich hier immer das wiederholende Muster: wenn R wahr ist, dann ist nicht R falsch, wenn R falsch ist, dann ist nicht R wahr. Und das Ganze wiederholt sich hier jetzt natürlich 4-mal. So, und fürs Konditional schaue ich mir jetzt nur noch diese beiden Spalten an und vergleiche das mit der Wahrheitstabelle. Also wahr und falsch ergibt falsch. Wahr und wahr ist es konditional wahr. Ab hier gilt das ex falso quod libet. Also wenn die Vorbedingung P und Q falsch ist, dann ist die Gesamt des Konditional immer wahr, unabhängig davon, was rechts davon steht. Und damit kriege ich also insgesamt diese Wahrheitstafel. Also die Aussage P, diese Aussage ist genau dann falsch, wenn alle 3 Teilaussagen wahr sind. Gigi Katzis, Luna Hund und Gigi Luna liebt. In allen anderen Fällen ist es die Gesamtaussage wahr. Also das werden Sie in den Übungen dann auch nochmal üben. Das ist sozusagen eine so der Kernfähigkeiten, die man haben muss, um mit solchen Prädikaten logischen Formalisierungen von Satzbedeutung zu arbeiten. So. Das war der einfache Teil. Jetzt kommen wir zum spannenderen Teil. Bisher können wir ja wirklich nur Aussagen über Individuen machen. Also wir haben Aussageneigenschaften von Individuen, aber wir machen eigentlich keine Aussagen mit richtigen Nominalphrasen. Wir können sagen, Gigi ist eine Katze, aber wir können nicht sowas repräsentieren wie der Mann schläft oder ein Mann schläft, alle Schüler schlafen oder diese Beispiele. So. Solche Sätze, die vollständige Nominalphrase, mit vollständiger Nominalphrase meine ich Artikel, Adjektiv, Substantiv, wenn Artikel und Adjektiv optional sind, im Gegensatz zu Nominalphrasen, die nur aus dem Pronomen oder nur aus dem Eigennamen bestehen. Also wenn ich als Subjekt so eine vollständige Nominalphrase habe, dann wird nicht eine Aussage um ein spezifisches Individuum gemacht, sondern eine verallgemeinernde Aussage, die für alle oder für eine bestimmte Menge von Individuen gilt. Und zwar sind hier 4 Fälle solcher verallgemeinenden Aussagen zu unterscheiden. Universelle Aussagen behaupten, dass etwas für alle gilt. Alle Schüler schlafen heißt, die Eigenschaft schlafen trifft für alle Schüler zu. Existenzaussagen sagen, dass es irgendein Individuum gibt, für das eine Aussage gilt. Maria besitzt einen Hund.
Und da sehen Sie, dass also das auch passiert, wenn ich eine vollständige Nominalphrase in Objektposition habe. Maria ist zwar ein Individuum, aber die Aussage sagt nur, es gibt irgendein Hund, den die besitzt. Es ist keine Aussage darüber, welcher Hund das ist, also welches spezifische Individuum das hier ist. Aussagen mit kein geben die Negation der Existenz, also sagen wir Nicht-Existenz. Kein Schüler kennt Otto, heißt, es gibt keinen Schüler, der Otto kennt. Und schließlich gibt es auch Aussagen mit Zahlwerten behaupten eine bestimmte Kardinalität, also dass es eine bestimmte Anzahl von Individuen gibt, für die was zutrifft. Otto liebt zwei Katzen, heißt, es gibt ein Individuum X und ein Individuum Y, die beide Katzen sind und die Otto liebt. Also hier wird, das ist sozusagen eine Erweiterung. Universalität und Existenz und Nicht-Existenz sind sozusagen die Kernverallgemeinerungen, sogenannte Quanturen in der Prädikatenlogik. Eine spezifische Anzahl auszudrücken, das ist schon eine Erweiterung, die aber natürlich in der natürlichen Sprache recht häufig vorkommt. Diese vollständigen Nominalphrasen werden auch als DP oder Determiner Phrases bezeichnet. Das ist in Grammatiktheorien ein relativ üblicher Begriff, weil die sich halt dadurch auszeichnen, dass sie normalerweise mit dem Determiner, einem Artikel oder so einem Quantor beginnen oder damit abgeschlossen werden. So. Die einfachsten Fälle sind universelle Aussagen und Existenzaussagen, die ich mit alles oder jemand zum Beispiel machen kann. Also alles ist vergänglich, heißt doch, alles, was in der Welt gibt, ist vergänglich. Vergänglich ist eine Eigenschaft hier. Oder etwas umständlicher formuliert, für jedes Individuum X in unserer Welt trifft zu, dass X vergänglich ist. Das ist also eine universelle Aussage, behauptet, dass eine Eigenschaft für alle Individuen in der Welt gilt. Wenn man solche Aussagen in Prädikatenlogik übersetzen will, dann hilft es oft, wenn man versucht, die in so eine präzisere Form auszuformulieren. Also Aussagen über, die irgendwie mit einer individuellen Variable X arbeiten. Ich denke, dass Sie auch sich vorstellen können, das wird leichter zu übersetzen sein, als einfach alles ist vergänglich, weil hier präziser gesagt wird, was die Aussage eigentlich ist. Beziehungsweise wird zwischen der Quantifikation, für jedes Individuum trifft etwas zu, und der eigentlich behaupteten Aussage getrennt. So. Eine Existenzaussage, die generelle ist, jemand schläft, behauptet, es gibt irgendein Individuum X mit der Eigenschaft, dass X schläft. Also deswegen auch Existenz und Universalität. Universell, es muss für alle gelten, Existenz, es gibt eins, für das es gilt. Das heißt, was formal ist es so, können wir es so darstellen, die Aussage hier, X ist vergänglich, X schläft, das ist eine Aussage mit Individuenvariable. Also die wir eigentlich jetzt gesagt haben, die wir ignorieren wollen, weil die keinen Wahrheitswert hat, beziehungsweise der Wahrheitswert von der Belegung abhängt. Wenn ich jetzt aber diese Verallgemeinung damit mache, also diese Quantifikation dazu mache, wenn ich sage, für jedes Individuum X muss diese Aussage zutreffen, dann habe ich natürlich wieder einen Wahrheitswert, weil sozusagen dieses X gebunden wird durch die Verallgemeinerung. Und auch hier, jemand schläft, es gibt ein Individuum X, das schläft, dann habe ich natürlich einen Wahrheitswert, je nachdem, ob eine passende Belegung gefunden werden kann. Formal kann man das eben über solche Variablenbelegungen definieren, aber wir bleiben jetzt bei dem eher intuitiven Zugang. Die mathematische Notation ist, dass wir sogenannte Quantoren der Aussage voranstellen, um die individuelle Variable zu binden und diese Verallgemeinerung auszudrücken. Die universelle Aussage wird durch diesen Allquantor, das ist kein Zufall, das ist einfach ein auf den Kopf gestelltes A für alle. Nach dem Quantor schreiben wir die Individuenvariable, die zu binden ist, und dann der Doppelpunkt ist jetzt eigentlich nur zur besseren Lesbarkeit, das ist recht gebräuchlich. Danach kommt dann die Aussage mit dieser Individuenvariable, die quantifiziert werden soll. Also Mortal von X heißt, X ist vergänglich, hat nur für eine spezifische Variablenbelegung für X einen Wahrheitswert. Mit dem Allquantor wird zur universellen Aussage, dass
die behauptet, das Model von x, für alle möglichen Bewegungen x zutrifft. Und diese Gesamtaussage hat jetzt bezüglich der Welt, des Weltmodells, einen Wahrheitswert. Nämlich, wenn immer Model x zutrifft, dann ist die Gesamtaussage wahr. Wenn es auch nur ein x gibt, das nicht vergänglich ist, dann ist die Gesamtaussage falsch. So, und für, genau, man sagt, dass dieser Quantor für alle x, also man liest das üblicherweise als für alle x gilt Motor von x. Dieser Quantor für alle x bindet die Variable in seinem Scopus, in seinem Bezugsbereich. Für uns ist der Bezugsbereich jetzt immer alles, was nach dem Doppelpunkt kommt. Wenn man es einschränken will, kann man noch durch Klammern setzen. Also dieses x ist gebunden und damit habe ich tatsächlich eine gesättigte Aussage, ich habe keine freie Individualvariable mehr. Analog gibt es für Existenzaussagen den Existenzquantor, auch das ist ein auf den Kopf gestelltes E, es gibt ein oder existiert. Also die Aussage, jemand schläft, können wir repräsentieren in der Prädikatenlogik als es gibt ein X, Existenzquantor, sodass das Prädikat Sleep von X erfüllt ist. Diese Aussage ist wahr, wenn sich eine Belegung x finden lässt und nur dann falsch, wenn gar kein x, wenn jedes x nicht schläft in dieser Welt. Ich hatte vorhin auch noch Nicht-Existenz als eine Art von Verallgemeinerung aufgeführt. Das ist aber eigentlich was, wofür wir keinen neuen Quantor brauchen, denn Nicht-Existenz ist ja das Gegenteil von Existenz. Also niemand kennt Otto. Das hilft auch wieder, wenn Sie es einfach jede Negation umformulieren. In es ist nicht der Fall, dass. Also niemand kennt Otto heißt ja so viel wie es ist nicht der Fall, dass irgendjemand Otto kennt. Und damit, das hier können wir schon übersetzen. Jemand kennt Otto ist sowas wie jemand schläft. Es gibt ein X, sodass gilt X kennt Otto, also No von X, O. Und niemand kennt Otto, ist dann nicht der Fall, dass das gilt. Also die gesamte Aussage, es gibt ein X mit dieser Eigenschaft, wird negiert. Klar, also diese Negator, ich brauche hier keine Klammern, weil die Negation sich ja nur auf eine gesamte Aussage beziehen kann und nicht einfach auf den Quantor oder einen Teil der Aussage. So, und die Kardinalitätsaussagen, also zum Beispiel Otto liebt zwei Katzen, dazu bräuchten wir jetzt eine neue Art von Quantoren, die zusätzlich angibt, wie viele es sind. Das gehört nicht zum Standardinventar der Prädikatenlogik. Also das wäre eine Erweiterung, dass wir sagen, wir haben diesen es gibt Größe gleich 2, wäre so ein Existenzquantor, der zusätzlich eine Anzahl vorgibt. Hier sehen Sie auch, was der Vorteil dieser ganzen prädikatenlogischen Darstellung ist oder der Formalisierung von Bedeutung, dass wir jetzt auch Ambiguitäten erkennen lernen, denn die Aussage Otto liebt zwei Katzen ist mal wieder nicht präzise. Das kann bedeuten, Otto liebt mindestens zwei Katzen oder vielleicht einfach Otto besitzt zwei Katzen. Das, normalerweise denken wir, das heißt, er hat eben zwei Katzen und weder eine noch drei. Man könnte aber auch sagen, naja, wenn er zwei Katzen hat und noch drei andere, ist es doch auch irgendwie wieder wahr, weil er hat ja zwei Katzen. Und das sind diese, es gibt immer diese zwei Lesarten, für dass es mindestens zwei sind oder dass es genau zwei sind. In der Prädikatenlogik wäre das durch einen Quantor, der mindestens zwei Elemente verlangt und einen Quantor, der genau zwei Elemente verlangt, exakt präzise unterschieden. In den meisten, also das ist jetzt relativ einfach umzusetzen, hoffentlich auch anschaulich. In den meisten Fällen haben wir es aber nicht mit so ganz universellen Aussagen zu tun, sondern die Domäne der Quantifikation, also die Individuen, auf die sich diese Aussage bezieht, wird eingeschränkt. Also typischerweise haben wir es Aussagen wie alle Schüler schlafen. Es ist selten der Fall, dass alle Individuen schlafen, aber es kommt vor, dass alle Individuen zur bestimmten Gruppe gehören, schlafen. Die Aussage alle Schüler schlafen bedeutet ja, das Prädikat Sleep von X muss gelten für alle Individuen, die Schüler sind. Also wenn Sie sich vorstellen, in unserer Welt habe ich hier irgendwo die Schüler und das ist die Extension von Schlafen. In dem Fall trifft das zu, Schlafen gilt für alle X, die Schüler sind.
Aber es ist dabei völlig unerheblich, welche anderen Individuen auch schlafen. Wenn ich die allgemeine Aussage hätte, jemand, alle schlafen, dann müsste es für die, das gesamte Universum gelten. Also ich schränke praktisch mit sowas, mit so einer Domain-Einschränkung, die Perspektive ganz ein auf die Domäne und es interessiert nur, welche Wahrheitswerte das Feld in der Domäne hat. Also das ist das, was wir typischerweise ausdrücken wollen. Dafür brauchen wir jetzt glücklicherweise nicht eine neue Form von Quanturen einführen, sondern wir können es tatsächlich auf eine prädikatenlogische Aussage mit dem Allquantur zurückführen. Hat jemand eine Idee, wie das funktionieren könnte? Also sagen wir mal, P ist Pupil und die Aussage S steht für Sleep von X. Wie, hat jemand eine Idee, wie man die zusammensetzen könnte, um das so darzustellen? Ja. Für alle X muss gelten, X muss ein Schüler sein und X muss schlafen. Also das würde dann für alle X gelten, P und S. Gute Spur schon mal, aber ist das genau das Richtige? Überlegen wir uns, was das bedeutet. Wenn ich jetzt doch das Weltenmodell da lassen soll. Also die Aussage soll ja zutreffen. In so einer Situation, das sind die Schüler, das sind die, die schlafen. So. Alle X hier heißt ja, für jede mögliche Belegung von X, also jedes Individuum in der Welt, muss diese Aussage gelten. Aber wenn ich dieses Individuum anschaue, das ist kein Schüler und schläft nicht, also ist diese Aussage falsch. Also alle X, P und S bedeutet ja, das ist ja nur wahr, also die, das sagt, für alle X muss diese Aussage wahr sein. P und S ist nur wahr, wenn sowohl P wahr ist, als auch S wahr ist. Das heißt, alle Individuen müssen Schüler sein und alle Individuen müssen schlafen. Das ist eine recht langweilige Welt, in der es nur schlafende Schüler gibt. Wir brauchen irgendeine andere Verknüpfung. So schnell kommt man da wahrscheinlich nicht drauf. Da kommt eben dieser etwas komisch definierte Konditional uns zugute. Das ist auch der Grund, warum der so definiert ist. Das brauchen wir für solche Aussagen. Also, P impliziert S. Wenn ich innerhalb von P, wird es nur wahr, wenn S auch wahr ist. Das heißt, hier muss schläft von X wahr sein. Außerhalb von P ist die Vorbedingung des Konditionals falsch und damit ist es unerheblich, was S für einen Wahrheitswert hat. Und damit kriege ich genau das Gewünschte, wenn ich ein Konditional nehme. Dann hängt die, dann spielt S nur dann eine Rolle, wenn P wahr ist. Wenn P falsch ist, ist es völlig beliebig. Und damit kriege ich effektiv die Einschränkung auf die Menge der Individuen, für die P zutrifft. So. Und das ist also das der Kern, warum wir diesen Konditional gebraucht haben. Genau, und tatsächlich ist es so, man kann sich das so durchdenken, aber letztlich merkt man sich das wie Bastelbögen oder Schnittmuster. Also man weiß, so eine auf eine Domäne eingeschränkte universelle Aussage, wie alle Schüler schlafen, hat dieses Schnittmuster für alle X. Hier steht die Einschränkung, es bezieht sich nur auf Schüler, und rechts steht die Aussage schläft. Analog haben wir ein Schnittmuster für, wenn, das lässt sich analog auch auf Objekte übertragen. Also Otto liebt alle schwarzen Katzen, dann heißt das eine Domain-Einschränkung, X muss aus der Domäne der schwarzen Katzen kommen und für alle diese X muss gelten, dass Otto X liebt. Also habe ich wieder dasselbe Schnittmuster, hier ist die schwarze Katze, halt diese Einschränkung schwarz und Katze. Bei Existenzquanturen habe ich ein anderes Schnittmuster, da kommt nämlich genau das Hund ins Spiel, also ein Hund bellt, wenn es um Existenz geht. Die Aussage, ein Hund bellt, besagt ja, wenn das die Menge der Hunde ist und das die Menge der bellenden Individuen,
dann muss dieses X, dessen Existenz behauptet wird, zu beidem gehören, also in dieser Schnittmenge liegen. Und deswegen habe ich hier das Muster, es gibt ein X, sodass sowohl Doc von X als auch Bart von X zutrifft. So, und die Nicht-Existenz, die ist damit einfach. Die ist einfach die Negation der Existenz, also wir nehmen das Schnittmuster für Existenz und negieren das. Wenn man sich jetzt ein bisschen besser weiter mit Logik auskennt, dann gibt es gewisse Transformationsformeln, die einem erlauben, sowas umzurechnen in eine Aussage mit Hall-Quantor. Also diese Aussage und diese Aussage sind völlig äquivalent, die haben die gleichen Wahrheitsbedingungen. Intuitiv kann man sich aber auch vorstellen, wenn Sie die Aussage übersetzen. Also kein Schüler kennt Richard, heißt doch, für alle Schüler gilt, dass sie Richard nicht kennen. Also, und das ist nach dem ersten Schnittmuster übersetzt, in für alle X gilt, wenn X ein Schüler ist, dann kennt X Richard nicht. Also Sie können jetzt auf einer, glaube ich, einer anschaulichen Ebene mit der Übersetzung der Aussage, der sprachlichen Aussage, dann auch diese logische Äquivalenz bekommen. Jetzt kommen wir zum letzten Bestandteil, dann gibt es noch einen kurzen Ausblick. Damit können wir jetzt schon eine Menge Sätze repräsentieren und natürlich, vielleicht noch mal kurz gesagt, natürlich kann ich jetzt solche quantifizierten Aussagen auch wieder zusammensetzen. Also wenn alle Schüler schlafen, dann Aussage gilt eine andere Aussage, können Sie jetzt ja natürlich auch wieder aus sowas, dann wäre praktisch, genau, also die Aussage, wenn alle Schüler schlafen, dann bellt ein Hund, wäre links vom Konditional diese Aussage, für alle x gilt Pi vor x impliziert Sleep von x, dann daraus folgt und rechts dann, es gibt ein Dog x und Bart x. Also ich kann auch wirklich diese Aussagen mit Quantoren wieder zusammensetzen in Bestandteile von komplexeren Aussagen nehmen. So kann man sich dann Schritt für Schritt zu Interpretationen für beliebig komplexe Sätze durcharbeiten. Damit sehen Sie auch, wir werden mit Aussagen zu tun bekommen, die mehrere Quantoren enthalten, also bei denen mehrere Bestandteile universell sind oder existenzielle Aussagen. Zum Beispiel, jeder Mann liebt eine Frau. Wenn man versucht, das anschaulich in eine präzise Aussage über diese Individuenvariablen zu übersetzen. Hier geht es ja offenbar um zwei Individuen, X und Y, den Mann und die Frau. Also, die Kernaussage ist, X liebt Y. Und jetzt überlegen wir uns, welche Verallgemeinung wird gemacht. Jeder Mann, X ist ja der Mann offensichtlich, jeder Mann heißt für jeden Mann X, muss die Aussage gelten, und eine Frau heißt, es gibt eine Frau Y, für die gilt. Und damit kriege ich so eine Aussage. Also genau gesagt, wenn man es so übersetzt, haben wir eigentlich eine Verschachtelung von den Quantoren. Also für jeden Mann gilt nach unserem Schnittmuster, ja, das ist genau das Schnittmuster von vorher. Für jeden Mann gilt X, gilt irgendwas von X. Für alle X, man X impliziert und dann kommt die Aussage, die über X gemacht wird. Und die Aussage über X ist, es gibt eine Frau Y, die von X geliebt wird. Und diese Aussage heißt, es gibt ein Y, und da ich hier jetzt Existenz habe, ist das andere Schnittmuster, dieses Y muss eine Frau sein und muss von X geliebt werden. Genau, also so können wir es auch zusammensetzen. Das Ganze sieht jetzt sehr kompliziert aus, weil wir diese verschachtelten Quantoren haben, aber eigentlich brauchen wir gar keine verschachtelten Quantoren, denn es spielt keine Rolle, dass hier das es gibt ein, hier rechts drin steht. Ich kann es genauso gut auch an Anfang setzen. Also egal, ob ich jetzt erst hier das Y binde und den Wahrheitswert dieser Teilaussage berechne, oder ob ich den Wahrheitswert der kompletten Aussage mit X und Y berechne und dann das durch die beiden Quantoren binde, kommt auch selber raus. Das lässt sich relativ leicht nachweisen.
Das heißt, wir können grundsätzlich die Quantoren an Anfang stellen. Alle Quantoren werden immer an Anfang gestellt und dann müssen wir nur noch die Teilaussage richtig zusammenbauen. Also für jeden Mann X gibt es eine Frau Y. Und was dann erfüllt sein muss, beziehungsweise für jedes X gibt es ein Y, was erfüllt sein muss, ist, wenn X ein Mann ist, dann geht ja nur die ganze Aussage, und zwar die Aussage ist, dass dann dieses Y, das existiert, Frau sein, die Eigenschaft haben muss, Frau zu sein und von X geliebt zu werden. Wichtig ist dabei nur, wenn Sie das, also das können Sie sich einfach merken, Sie können die Quantoren immer vorne schreiben, wichtig ist allerdings die Reihenfolge der Quantoren. Das ist ein sehr beliebtes, bekanntes Beispiel. Jeder Mann liebt eine Frau. Es hat nämlich zwei Interpretationen. Das ist die eine Interpretation, wenn Sie die Reihenfolge umtauschen, es gibt ein Y für alle X, dann kriegen wir eine andere Interpretation. Das steht hier ja schon da. Denn hier ist noch die Reihenfolge sozusagen die Verschachtelung wichtig. Das bedeutet, für jeden X kann ich ein Y finden, sodass die Aussage erfüllt ist. Das heißt, für jeden Mann gibt es irgendeine Frau, aber jeder Mann kann eine andere Frau lieben. Wenn ich in der Reihenfolge schreibe, dann heißt es, es gibt ein Y, für das die restliche Aussage erfüllt ist. Das heißt, für diese eine Frau Y haben alle Männer die Eigenschaft, diese Frau zu lieben. Jetzt sehen Sie den Unterschied. Also einmal kann jeder Mann, in der Reihenfolge kann jeder Mann eine andere Frau lieben. Hier weisen wir zuerst, wählen wir zuerst eine Frau Y aus und die muss dann von allen Männern geliebt werden. Also eigentlich können Sie sich ein bisschen wie verschachtelte Schleifen vorstellen, wenn Sie es programmiersprachlich in Verbindung bringen und durch die Verschachtelung werden eben diese verschiedenen Bedeutungen aus. Kommen zu diesen verschiedenen Bedeutungen. Damit haben wir sozusagen unser Grundinventar für einfache Aussagen. Noch ein paar Schlussbemerkungen. Das eine sind die definierten Kennzeichen. Ich habe ja gerade gesagt, die vollen Nominalphrasen, die Determiner Phrases, die bezeichnen solche verallgemeinernden Aussagen. Das sind universelle oder existenzielle Quantoren. Das stimmt aber nicht wirklich oder stimmt nicht immer, denn die mit definitem Artikel, die definierten die können zwar so eine, also in dem Beispiel, alle Bücher liegen auf dem Tisch, da ist es tatsächlich eine Existenzaussage, und zwar so eine quantifizierte, dass es eine eindeutige Existenz ist. Es gibt offenbar einen Tisch, auf dem alle Bücher liegen. Wenn die Bücher auf drei Tische verstreut sind, dann würde ich wahrscheinlich nicht sagen, alle Bücher liegen auf dem Tisch, sondern alle Bücher liegen auf einem Tisch. In den meisten Fällen ist es aber gar nicht so, dass man damit eine, also in den meisten Fällen, wenn Sie sagen, alle Bücher liegen auf dem Tisch, ist es nicht so, dass Sie behaupten, es gibt einen Tisch, auf dem die liegen, sondern es ist ein Tisch, von dem wir schon gesprochen haben. Also sozusagen, der im Kontext bereits erwähnt wurde, und es ist eigentlich nur ein Verweis auf diesen Tisch. Also wie ein Pronomen, da können wir genauso gut sagen, alle Bücher liegen auf ihm. Also sowas, in Peter betritt einen Raum, in dem ein großer Tisch steht, auf dem Tisch liegt ein Buch, dann heißt nicht, es gibt genau einen Tisch, auf dem ein Buch liegt, sondern auf diesem Tisch, von dem wir gerade gesprochen haben, liegt ein Buch. Sie können dann entsprechend auch sagen, auf ihm liegt ein Buch, wenn klar ist, dass Sie damit den Tisch meinen. Das heißt, diese Nominalphrasen mit definiertem Artikel, die müssen oft wie Pronomina behandelt werden, müssen eigentlich aus den, die beziehen sich auf Individuen genauso wie ein Eigenname oder ein ungebundenes Pronomen. Also im Prinzip muss da eine Nachfolgeresolution im größeren Diskurs erfolgen, um dann zu wissen, auf was sich das bezieht. Also nur, das ist nur, um, damit Ihnen klar ist, dass die eine Sonderrolle einnehmen. Wenn wir Beispiele machen, dann werden wir jetzt natürlich die Sätze für sich behandeln und meinen damit mit dem Tisch dann immer so eine eindeutige Existenzaussage. Genau, und das Interessante an diesem ganzen Ansatz, das muss ich noch schnell sagen wenigstens, also der Grund, warum dieser prädikatenlogische Ansatz so erfolgreich ist, ist nicht, dass wir damit Wahrheitsbedingungen überprüfen können. Das ist ja praktisch, habe ich schon gesagt, wir können kein realistisches Weltmodell
formulieren, aber wir können Schlussfolgerungen ziehen auch ohne Weltmodelle. Nämlich mit logischen, also eine logische Schlussfolgerung. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass die Aussage, jedes Mädchen besitzt eine Katze, zutrifft. Das kann ja dadurch geschehen, dass jemand das behauptet und ich dieser Person glaube. Das wäre diese Aussage. Dann gehe ich davon aus, dass wir in einer Welt leben, der diese Aussage zutrifft. Und wenn ich dann noch weiß, dass Katzen Haustiere sind, dann kann ich doch schlussfolgern, jedes Mädchen besitzt ein Haustier, also diese Aussage. Also jetzt rein mal auf intuitiver Ebene. Wenn jedes Mädchen eine Katze besitzt und diese Katze auch ein Haustier ist, dann muss zutreffen, dass jedes Mädchen ein Haustier betrifft. Und diese Schlussfolgerung, die trifft, die muss in jedem Weltmodell gelten. Es ist nämlich rein auf dieser logischen Ebene die Schlussfolgerung getroffen. Deswegen können wir solche allgemein logischen Inferenzen ziehen, ohne die wiederum gelten, ohne unabhängig davon, was jetzt der genaue Wahrheitswert der Teilaussagen ist. Also diese Schlussfolgerung, die gilt immer. Wenn die beiden Teilaussagen wahr sind, dann ist auch diese Gesamtaussage wahr. Und damit kann ich sozusagen über Bedeutung sprechen, ohne das volle Weltmodell zu haben, indem ich einfach solche Teilaussagen habe. Die nennen wir Fakten. Also ein Fakt ist eine Aussage, deren Wahrheit allgemein akzeptiert wird, behauptet und akzeptiert ist. Zum Beispiel Katzen sind Haustiere, ist was in unserer Welt wahrscheinlich jetzt allgemein akzeptiert werden würde als wahre Aussage. Und unabhängig davon, den Status jeder einzelnen Katze zu wissen, weiß ich, wenn irgendwas eine Katze ist, dann ist es auch ein Haustier in dieser Welt. Also wir können aus solchen Fakten eine Wissensdatenbank generieren und dann letztlich Schlussfolgerungen innerhalb der Wissensdatenbank ziehen, die unabhängig immer dann gelten, für jede Welt gelten, die Fakten der Wissensbasis erfüllt. Also in jeder Welt, in der die Fakten unserer Wissensdatenbank wahr sind, gelten auch alle Folgerungen, die wir daraus ziehen können. Eine besondere Rolle haben dann noch sogenannte Bedeutungspostulate. Also diese Fakten, das sind normalerweise, das ist Weltwissen, also Sachen, die jetzt in unserer Welt, also was in Wikipedia als Fakten finden, sind Sachen, die in unserer Welt zutreffen, die in anderen Welten anders sein könnte. Es gibt ein paar Sachen, die eher so eine linguistische Bedeutung haben, wo wir das Gefühl haben, das ist ein zentraler Bestandteil des Konzepts und unverhandelbar. Das kann nicht so, also zum Beispiel zur Bedeutung von einem Stuhl gehört doch, dass es ein Möbelstück ist, dass man drauf sitzen kann und so weiter. Wenn ich auf was nicht sitzen kann, ist es eigentlich auch kein Stuhl. Und deswegen werden manchmal diese Aspekte der Bedeutung als Bedeutungspostulate formuliert, die eben unabhängig von der Welt immer wahr sein müssen, die sozusagen eher Teil des Sprachsystems sind und nicht Teil der konkreten Welt. Ob jetzt ein Stuhl immer vier Beine haben muss, das ist dann Weltwissen. Das kann von Welt zu Welt verschieden sein. So, hier habe ich noch ein paar Inferenzregeln aufgeführt. Das ist das, was Sie in der Logik dann lernen. Also sowas wie der Modus Ponens. Wenn P gilt und aus P Q folgt, dann gilt auch Q. Das ist die übliche Art, Schlussfolgerungen zu ziehen. Das Kontrapositionsgesetz. Wenn aus P Q folgt, dann folgt aus nicht Q nicht P. Also, wenn jedes Katze ein Haustier ist, dann bedeutet das, alles, was kein Haustier ist, kann auch keine Katze sein. Das ist sozusagen der Umkehrschluss. Und zusammengefügt kommen wir damit, beziehungsweise eine Folgerung davon ist der Modus Tollens, das Prinzip des Widerspruchsbeweises. Wenn aus P Q folgt, aber Q nicht zutrifft, dann kann auch P nicht zutreffen. Das ist genau das, was ich hier habe, weil P impliziert Q, daraus folgt nicht Q impliziert nicht P. Kombiniert mit Modus Ponens bekomme ich nicht Q und aus nicht Q folgt nicht P, also nicht P. Das ist der mathematische Grundlage des Widerspruchsbeweises. Und das Ganze lässt sich dann auch in quantifizierte Aussagen einbinden. Das ist das, was ich vorhin gesagt hatte, wenn also alle Mädchen haben eine Katze und wenn jede Katze ein Haustier ist, dann kann ich sozusagen hier in der Aussage Katze durch Haustier ersetzen. Gut.
Das ist nur nochmal ein Beispiel, was Sie zu Hause anschauen können, wenn Sie wollen, wie man zum Beispiel jetzt ein paar Aussagen aus der Wikipedia in so eine Prädikatenblock übersetzen könnte. So würden Sie sich eine Wissensdatenbank erstellen, dass Sie eine Enzyklopädie analysieren, das in Bedeutungsrepräsentation übersetzen und diese Bedeutungsrepräsentation als für wahr akzeptierte Fakten in die Wissensdatenbank eintragen. Gut, damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Hier wäre noch ein bisschen Literatur zum Nachlesen, wenn Sie es ein bisschen ausführlicher mit den mathematischen Details mal gerne sehen wollen. Das ist jetzt in dem Computer Speech and Language Processing, was wir also als Lehrbuch angegeben haben, nicht ausführlich beschrieben. In dem deutschen Lehrbuch Computer Linguistics Sprachtechnologie werden diese prädikatenlogischen Repräsentationen ausführlich dargestellt. Dankeschön und bis nächste Woche.